Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Heute gibt es dann wieder eine weitere Ausgabe der Transfer News, denn der nächste Neuzugang, beziehungsweise der erste Neuzugang für diesen Winter, könnte sich bereits schon in Berlin befinden. Und ich glaube, für uns wäre das sogar ein recht wichtiger Deal. Ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und schauen wir ganz genau auf diesen Neuzugang. Wir wissen es, in den vergangenen Wochen haben wir viele Spieler verkauft und es tun sich Lücken auf. Darida, Lee, Selke, möglicherweise eben auch noch in der Weise Cefuk. All diese Spieler verlassen unseren Verein und es klaffen natürlich einige Lücken, die wir unbedingt füllen müssen. Zum Beispiel im Sturm brauchen wir unbedingt einen neuen Spieler. Und jetzt ist die Frage, wen wollen wir da verpflichten? Und laut der Bild möchte Hertha BSC wohl Fabian Reese verpflichten. Fabian Reese ist ein Spieler, der momentan für Holstein Kiel in der zweiten Liga spielt. Er ist ein linker Außenspieler, der sowohl im Sturm als auch rechts außen eingesetzt werden kann. Das heißt, ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der vor allem mal wieder in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht hat. Er hat in dieser Saison in 16 Zweitliga-Einsätzen 5 Tore und 4 Vorlagen erzielt. Und ich glaube, er ist ein recht interessanter Spielertyp, den ich schon früher beobachtet hätte. Und zwar knapp vor einem Jahr habe ich genau diesen Spieler mal in einem Video vorgeschlagen. Und ich glaube, es ist auch klar, warum. Mit 25 Jahren ist er noch entwicklungsfähig und zeigt sogar ab und zu noch, dass er extrem viel Potenzial hat. Aber dennoch hat er schon recht viel Erfahrung gesammelt. Er ist jetzt seit 5 oder 6 Jahren aktiv im Profibereich und spielt dort regelmäßig, zum Beispiel auch für Holstein Kiel. Er ist relativ schnell zu integrieren. Das heißt, er spricht die deutsche Sprache und das haben wir gesehen, ist sogar relativ wichtig bei uns. Wir haben gesehen, Dong Junlis größtes Problem war es irgendwie, dass er nicht so ganz in dieses Team integriert werden konnte, dass er zum Beispiel einen Dolmetscher beim Training brauchte und das wäre bei Fabian Reese eben nicht so. Er ist extrem kostengünstig und passt vor allem zu unserer Spielidee. Und ich glaube, dass ich genau solchen Spieler einfach mal suchen würde. Ihn zeichnen, seine Dynamik, seine absolute Mentalität aus, seine, sage ich mal, Art und Weise, wie er für den Verein kämpft und vor allem, wie viel er läuft. Seine Leidenschaft und vor allem seine Fähigkeiten im Pressing. Er ist extrem aktiv, läuft viel, läuft den Gegner an und macht jeden Meter. Er ist ein extrem interessanter Spielertyp, den ich, wie gesagt, schon früher beobachtet habe. Und ich glaube, dass er als Flügelspieler so ein bisschen das Pendant zu Marco Richter darstellt. Zum Beispiel er auf der linken Seite, Marco Richter auf der rechten Seite. Ähnlicher Spielertyp und ich glaube, ich würde ihn auf jeden Fall verpflichten, denn auf den Flügeln klaffen wir momentan so ein bisschen. Wir haben Ioka auf der linken Seite, dahinter haben wir Maolida. Aber Maolida, ganz ehrlich, nee, den möchte ich irgendwie nicht mehr weiterhin bei Hertha BSC sehen. Maolida kämpft nicht richtig für den Verein. Seine Leistungen sind irgendwie sehr durchwachsen, sehr, sehr durchwachsen. Gefühlt sein einziger Bundesliga-Einsatz gegen Bayern München, das war ja wirklich eine Vollkatastrophe. Jeder Pass war ein Fehlpass und seine Qualitäten konnte er einfach nicht mehr beweisen. Und das Beste wäre es, wenn Maoli da wechselt. Einfach nur, damit er woanders seine Karriere wieder besser in den Griff bekommt. Bei uns ist das momentan wirklich ein absoluter Fehlschuss. Und dort bräuchten wir dann auf der linken Position jemanden hinter Jugo, da er vor allem nicht feststeht, jo, wollen wir Jugo über den Sommer hinaus verpflichten oder bleibt er eben nur bis zum Sommer? Und das heißt, dann bräuchten wir auf jeden Fall dort einen Flügelspieler, der diese Position auf jeden Fall füllen kann. Sein Vertrag läuft im Jahr 2023 aus. Das heißt, er läuft jetzt nur noch 6 Monate und es steht noch nicht ganz fest laut der Bild, ob er erst im Sommer zu uns kommt, das heißt erst in 6 Monaten, ob er direkt im Winter zu uns kommt. Und ich glaube, es hört sich doch insgesamt sehr gut an. Im Winter wäre es eine weitere Verstärkung für die Offensive und wir wissen, dass wir dort Schnelligkeit und Kreativität brauchen. Laut einer Statistik ist Reese sogar ein recht schneller Spieler und ich glaube, damit würde er sehr gut zu uns passen. Er ist vor allem sehr kreativ, macht auch mal das ein oder andere Unberechenbare und hat schnell einen Zug zum Tor gefunden. Und ich glaube, ich würde ihn sehr, sehr gerne bei uns sehen. Er ist günstig zu haben, beziehungsweise er ist nicht so teuer wie noch vor einem Jahr, weil halt eben sein Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft. Und ich würde ihn sehr, sehr gerne bei uns begrüßen. Ich denke, er schadet nicht. Die Bild berichtet, dass er als Davy Selke-Ersatz fungiert. Das glaube ich aber jedoch nicht. Für mich ist Fabian Reese, auch vor allem wenn man ihn spielen sieht, eher ein Außenspieler. Das heißt, er spielt immer eher auf der linken Außenposition oder auf der rechten Außenposition. Manchmal sogar etwas tiefer, das heißt nicht auf Grundlinienhöhe. Und ich würde ihn eher nicht als Stürmer verpflichten, sondern als zusätzlicher Außenspieler. Denn dort brauchen wir auch Verstärkung. Außen sind wir momentan zwar sehr gut aufgestellt mit Lücke, Bakio, Richter und Iyuke, aber wir wissen, dass wir uns dort auch noch von einigen Spielern trennen können. Maolida, die möchte man ja unbedingt abgeben. Ich hoffe, dass man ihn, wie gesagt, abgibt.
und Kieran in Sona. Dort weiß keiner, was wir so wirklich bekommen und wann er so wirklich fit ist. Er hat seit 2 Jahren keinen Ball mehr geführt, berührt. Das würde dazu führen, dass ich auch nicht so viel auf in Sona vertraue. Und deshalb wäre mir dort eine weitere Alternative relativ wichtig. Aber weil wir ihn jetzt verpflichten, würde ich trotzdem mich noch nach einem weiteren Stürmer umschauen. Denn so als Stürmer sehe ich ihn einfach momentan nicht. Kann sein, dass er dort auch gute Spiele macht. Aber in dieser Saison hat er für Holstein Kiel nur 2 von 16 Spiele als Stürmer gemacht. Aber auch er wäre eine weitere Alternative für den Sturm. Und hinter Kanga haben wir aktuell Ngankam und Jovetic. Aber bei beiden, wie gesagt, wissen wir nicht, wann beide irgendwie mal fit sind. Fehlt Kanga, müssen wir umstellen. Zum Beispiel, wenn Kanga fehlt, müssen wir Dodi in den Sturm stellen. Oder halt eben Jovetic und Ngankam, wenn die fit sind. Und so hätten wir auch Fabian Reese, der halt eben auch als Stürmer spielen kann. Wobei das, wie gesagt, bei Holstein Kiel mehr oder weniger kaum praktiziert wird. Es kann auch sein, dass er dort sehr gut performen kann. Aber ich, wie gesagt, sehe ihn aufgrund seinen Fähigkeiten, zum Beispiel im Tempospiel, im Geschwindigkeitsspiel, im Dribbelspiel, sehe ich ihn halt eher auf dem Flügel als im Sturm. Ob er jetzt aber gut genug für die Bundesliga ist, das ist die Frage, die ich mir stelle. Denn wir wissen, so Zweitligaspieler funktionieren bei uns momentan nicht so gut. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob seine Qualität für die Bundesliga ausreicht. Die Spiele, die ich von Kiel gesehen habe, ich glaube, es waren so 2-3 zum Beispiel gegen KSC oder so, die waren jetzt nicht so gerade überragend. Er ist auf jeden Fall, keine Frage, ein Kämpfer, hat ein gutes Tempo, ist auch recht dribbelstark, aber was mir manchmal aufgefallen ist, er trifft absolut diese falschen Entscheidungen, ähnlich wie Mauli da. Manchmal wird ein falscher Pass gespielt, manchmal wird anstatt der Torabschluss den Ableger genommen, das war wieder wiederum die falsche Entscheidung. Ja, das ist so das, was mir so aufgefallen ist, was mir so im Kopf hängen geblieben ist. Und ich weiß nicht, ob wir davon noch einen weiteren brauchen. Das klingt ja schon fast wie ein Iyuk oder wie ein Mauli da. Schwierig. Für mich aber ein besserer Mauli da, den wir auf jeden Fall verpflichten sollten, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Da es ja vor allem nicht so teuer sein wird, sollten wir vor allem das versuchen. Denn er hat durchaus das Potenzial. Er performt jetzt schon seit 2-3 Jahren in der zweiten Liga auf relativ hohem Niveau. Auch der erste FC Köln hatte Interesse. Und ganz ehrlich, machen wir. Eine Sache, die mir aber auch noch aufgefallen ist, dass er zwar schon 5 Tore die Saison erzielt hat, aber manchmal ist seine Chancenverwertung halt eben auch noch durchwachsen. Vor dem Tor ist er manchmal nicht kalt genug. Und eigentlich brauchen wir einen kalten Spieler, der auch die Chance verwandelt. Das ist ja momentan so ein bisschen das Problem. Unsere Chancenverwertung hat uns wirklich viele Punkte geraubt. Und dort brauchen wir vielleicht Spieler, die diese Abgebrühtheit haben, auch Tore zu erzielen aus vielen Positionen. Ich meine damit, dass er laut einigen Kielern und vor allem hier auch, ich glaube, das ist ein Fan von Karlsruhe, er wirkt sehr überhastet. Nimmt den Kopf nicht hoch, verpasst die bessere Entscheidung und im Endeffekt kann er gute Aktionen einfach nicht belohnen teilweise. Aber er ist 25, potenziell extrem stark und vielleicht sollten wir solch einen Transfer uns einfach mal trauen. Es klingt schon fast wie ein Transfer, den Union Berlin auf jeden Fall machen würde. Die verpflichten ja gerne überzeugende Zweitligaspieler. Und vielleicht sollten wir uns auch bei dieser Strategie anschließen und zumindest einen Versuch wagen. Auch wenn eigentlich das Geld für Versuche momentan nicht da ist. Für mich ist er, wie gesagt, aber nicht der Selke-Ersatz, sondern der Mauli da oder Lee-Ersatz, irgendwie sowas. Ich sehe ihn eher auf den Flügeln als im Sturm. Und kann nicht schaden, einen weiteren Flügelspieler zu haben. Vor allem, wenn wir auf unsere vergangene Saison schauen. Dort hatten wir einfach keinen Flügelspieler. Und ich bin gespannt, ob er sich an die Bundesliga anpassen kann und wie er dann die Leistung in der Bundesliga reproduzieren kann. Wenn er das tut, dann ist er auf jeden Fall ein sehr guter Transfer. Aber wie gesagt, ein bisschen Risiko ist auf jeden Fall dabei. So, ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Meine kurze Einschätzung, wie gesagt, war, glaube ich, ein bisschen sehr durcheinander. Ich bin momentan ein bisschen krank. Hört man ja heraus. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns morgens in einem neuen Video wieder. Bis dahin, genießt diesen Abend. Abonniert ganz gerne noch den Kanal, um auch in Zukunft die Sendung die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und like gerne dieses Video. Wir sehen uns, schönen Tag noch und tschüss.